Ich glaube, der Vergangenheitssmelter, der wollte doch eigentlich, dass wir erst einmal, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, was wollte denn der? Der wollte denn nicht hier diese Realitätsstörung weiter erhöhen? Aber ich glaube, damit fahren wir eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir das hier erstmal erhöhen. Gut, hier bekommen wir auf alle Fälle Energie noch mehr, einen höheren Mana-Pool. Das ist auch geil. So. Was bringen uns die Sachen eigentlich? Intelligenz erhöht die Elementarschaden und die Energieregeneration. Erhöht Angriffsqualität, Verteidigungsqualität und den Durchschlagschaden. Stärke erhöht den Nahkampfschaden. Okay. Ich bin mal dafür, dass wir auch ein bisschen Intelligenz mit skillen. Dann erhöht sich unter anderem unsere Mana-Regeneration auch gleich mit. So. Und unser Schaden, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sich der dann dadurch auch mit erhöht. Auch wenn da steht Elementschaden. Ist das ein Element? Kann mir das jemand beantworten? Ist Traum ein Element? Das sechste Element. Lebenskraft, Widerstand. So, hier steht wirklich, erhöht deinen Elementschaden und die Energieregenerationsrate. So. Verursacht eine gewaltige Störung um den Spieler herum. Energiekosten 69 Schaden. Lebenskraftschaden. Okay, gut. Ich bin dafür, dass wir Intelligenz dahingehend leveln. Wow. Das Sauron schaut auf uns. Auf 100 und den Rest, den hauen, verteilen wir dann alles gleichmäßig auf den Rest. Alter. Hier diese Zentauren-Bogenschützen, die sind richtig mies durch diese Augen. Damit erleidet man leider einen besonderen Schaden. So ein Elementschaden bekommt man dadurch. Also richtig mieses Zeug. Am besten nicht treffen lassen. Gut, und das, was ich sagen wollte, also wir werden Intelligenz auch noch ein bisschen skillen, damit wir unsere Energieregeneration erhöhen. Gesundheit werden wir natürlich auch ein bisschen skillen und Stärke. Jo. Ich weiß nicht, ob man Stärke so braucht, so unbedingt. Ah, genetzt. Wo haben wir genetzt? So. Okay, Schleier der ewigen Nacht. Mal was Interessanteres. Weil wir jetzt endlich mal einen neuen Namen gelesen haben. So, 10 Schaden, 21 Giftschaden für 3 Sekunden, 40 Energieentzug für 2 Sekunden. Durchschlagschaden 10, Lebenskraftwiderstand 25%, Lähmungswiderstand 60 Lähm, 10 Angriffsgeschwindigkeit. Jo, das klingt doch schon mal sehr interessant. Essenz von Achilles Tapferkeit, Fledermauszahn, Giftsack. Das könnten wir sogar alles relativ fix mal zusammenbauen. So, aber vorerst, ey, wir haben hier wieder ein Relikt fertig. Und zwar einmal ein Schildkrötenpanzer. So. Hier, Herakles Macht. Prometheus Flamme. Jo, passt auch. Hier, was von dem. Und da ein bisschen was davon und hier und da und sowieso und das und da kommt das dahin und hier und so. Ich bin echt ein Meister des Sortierens. Ein Meister des Sortierens. So. Gut. Oh, hier sind wir.
dicke, fette Schweine. Wildschweine. Gut, ich glaube, der Vergangenheitsmetas hatte das nicht so unrecht, diesen Gedankengang mit dem, dass wir doch diese Störwelle erstmal ausgebaut haben hätten sollen. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir werden trotzdem erwachsen. Gehe ich mal felsenfest davon aus. So. Gut. Die ganzen Bogenschützen. Vielleicht kriegen wir die ein bisschen zusammen. Bock auf Party! Bam! So läuft das. Bandring der Flinkheit. Bums. Okay. So, Energietrank nehmen wir auch mal mit. Und weiter geht's. Moment, hier, was ist denn da los? Was chillt denn der da im Baum ab? Ach du Kacke, ach du. Also das finde ich schon ein bisschen krass hier mit den ganzen Schweinen. Erst recht, weil wir immer zwei Ladungen brauchen, um einen so ein Schwein wirklich zu killen. Okay, okay, okay. Kriegen wir das hier? Kriegen wir das? Kriegen wir das? Oh ja. Und stirb! Wir sind immer noch auf dem Weg nach Delphi, um mit dem Orakel zu quatschen und zu sagen, ey Orakel, wir brauchen mal einen Rat von dir. Wie geht es dir, Orakel? Sag. Sprich mit uns. Aber dafür, damit es überhaupt mit uns spricht, brauchen wir natürlich eine Opfergabe, eine angemessene Opfergabe. Und dafür müssen wir zu einem heiligen Olivenhain gehen. Und uns dort einen heiligen Olivenzweig holen, um diesen heiligen Olivenzweig dann dem heiligen Orakel zu geben, damit es uns eine heilige Antwort geben kann. Naja, hoffen wir mal, dass wir dadurch dann auch geheiligt werden. Und eventuell ein, zwei blaue Gegenstände finden, die unser Equip weiter abrunden. Denn wir haben momentan unser wertes, geiles Seelenschnitzer. Schwert. Ja, das sieht ja schon mal Hammer aus. Und da, der chillt immer noch da oben ab. Jo, und auf der 2 haben wir ein Bogen. Der Name kann ich euch jetzt gerade leider nicht sagen, weil ich ihn leider nicht weiß und ich mich jetzt auch nicht wirklich dafür interessiere, wie das Ding heißt, weil wir es nicht einmal genutzt haben. Okay. Für euch mache ich es aber. Talians Wille. Okay, ja, aber den haben wir eigentlich bloß mit zur Deko. Am Manne. Und hier gehen wir mal auf die Pirsch. Wumps! Die ganzen Satyren weg. Snacken. Einiges an Wildschwein. Oh ja. Okay. Zumindestens. Was ist denn das? Für ein... Ach, das ist dieses komische, monströse Wildschwein. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Schwarzes Wildschwein. Lachhaft,
Aber dieses komische monströse Wildschwein, weil das ist, das hat einen gelben Namen, somit ist es ein bisschen robuster und teilt auch ein bisschen mehr Schaden aus, hat man ja auch gemerkt. Aber ich glaube, das hing dann auch mehr damit zusammen, weil 300 Leute auf uns gerade gleichzeitig geschossen hatten und wir nicht allen Pfeilen ausweichen konnten. Könnte man so nennen. Ich glaube, damit könnte man das eher zusammen in Zusammenhang bringen, dass wir so viel Leben verloren hatten. Gut, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, diese Wildschweine hauen doch schon mehr Damage raus als die normalen schwarzen Wildschweine. Diese hier, die ganz normalen da, diese, welche total abgechillt hier durch die Gegend laufen und sagen, ey, was geht ab? Ach du Scheiße. Ach, das wäre so ein monströses. La 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 la. So kann man natürlich auch Wildschweinhaut farmen. Jetzt bräuchte man so ein Kirschnermesser. Wie bei WoW. Um mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Oh, so. Wieder ein halbes Level. Weiter geht's. Fehlen uns ja nur noch 3 Level. Mindestens. Oh, da ist eine Quest. Aber der Questgeber, der hilft uns in keiner Weise. Der duldet, dass wir hier die ganzen Wildschweine töten dürfen, ja, aber mehr macht er auch nicht. Okay, ich glaube, wenn der uns helfen würde, würde ich dann wieder rummeckern, warum er ein KSer ist, ne? Warum er uns die ganzen Kills abstreitig macht. Komm schon. Oh ja. Gut. La 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 la. Wildschweine sind alle down. Yo. Alle down. Schönes Ding. Weiter geht's. Und was bist du für einer? Einen freundlichen Gruß, guter Reisender. Was bist du so erstaunt, auf einen Zentaur zu treffen, der nicht voller Hass ist und den Krieg will? Mein Name ist Chiron. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Leider habe ich ein Problem, das ich nicht lösen kann. Und was ist dein Problem? Weißt du, ich lebe schon lange in diesem Wald, friedlich mit all diesen Kreaturen. Aber vor kurzem sind sie dem Wahnsinn verfallen. Am schlimmsten hat es Ino erwischt, die Priesterin der Mänaden. Als ich am Fluss anhielt, um zu trinken, überraschte sie mich, stahl meinen magischen Bogen und flüchtete in eine Höhle. Krieger, ich bin ein Zentaur. Ich bin nicht für Höhlen geschaffen. In diesen dunklen, gewundenen Räumen kann ich nicht gut kämpfen. Wenn du so freundlich wärest, mir meinen Bogen zurückzuholen, dann wäre ich gern bereit, mein großes Wissen mit dir zu teilen. Okay, sind wir mal gespannt, was das für ein Wissen ist. Und dann sowas wie... Ich hab da voll das große Geheimnis. Meltas. Männer und Frauen sind verschieden. Untenrum. Ja, so ein Geheimnis wird das wahrscheinlich sein. Aber ich hoffe, es wird eine super krasse Kampftechnik sein. Weil sonst hätte er uns nicht großer Krieger genannt. Ich glaube, das war ein Attributspunkt, hat er uns gegeben. Leonidas war ja auch so ein schöner Mensch, so ein toller Mensch, der uns auch einen Fertigkeitspunkt gegeben hat. Aber ich glaube, Chiron, der gab uns einen Attributspunkt, den wir noch frei verteilen konnten. Sind wir gespannt? Sind wir sehr gespannt. So, und das Ding, das hauen wir gleich mal wieder weg. Hier einmal erkranktes Gefieder. Achso, so haben wir vollständig. Gut. Und hier einmal reines Gefieder. 20 Gefiederstand und nochmal 8 Gefiederstand drauf. Hm, schickes Ding. Gut. Was brauchen wir hier für unseren Anhänger? Himmelsfeueranhänger? Nicht, aber hier das Ding. Essenz von Achilles Tapferkeit. Haben wir auch fast einmal fertig.